Jetzt habe ich als neues Format diese kurzen Vlogs eingerichtet, weil ich nicht immer alles filmen will, wo ich bin und manchmal auch keine Kamera mit habe. Und das ist jetzt der zweite. Nach Hamburg bin ich dann direkt weiter nach Köln gefahren, über Nacht mit dem Nachtzug, kam da irgendwie früh um 6 an und die Familie, wo ich hin wollte, eine alte Freundin von mir, von Jugend mit einer Mission, die ich schon seit bestimmt 10 Jahren nicht mehr gesehen habe, habe mich eingeladen. Ich habe da dann dort eine Webseite gebaut und ein bisschen mit den deren Kindern gespielt, das erste Mal ihren Mann kennengelernt und so. Aber ich kam irgendwie früh um 6, sogar noch ein bisschen früher, am Bahnhof in Köln an und musste dann aber warten, weil die auf dem Dorf wohnen, bis um 12 oder so. Und habe schon überlegt, was mache ich denn da? Noch ein bisschen durch die Stadt laufen, okay, da ist aber auch nicht viel los. Und das war ganz lustig. Ich bin quasi aus dem Bus rausgestiegen, irgendwie 5 Meter gelaufen. Da quatscht mich so ein Typ voll, wo gibt's denn hier noch Bier? Ich so, keine Ahnung, ich bin auch gerade erst hier aus dem Bus raus. Ich bin ja ganz neu irgendwie. Und dann meinte er so, ach naja, ich habe noch Bier im Auto, lass uns doch Bier zusammen trinken und so. Und es war dann relativ witzig, weil wir dann bei dem Bier getrunken haben und dann hat er mich noch mit zu sich nach Hause eingeladen, hat mit 2 Polen zusammen gewohnt und wo mich dann die Familie dort abgeholt hat, war ich schon relativ, ja, gut strafe, obwohl ich dachte, ich hätte eigentlich nichts zu tun, die werden sich auch ein bisschen gewundert haben, aber naja, passiert halt, ne? Und ja, wir hatten dann eigentlich eine schöne Zeit dort. Es war echt cool, so mit denen rumzuhängen und die Webseite so aus dem Nichts zu bauen. Ich hatte auch keinen Laptop mit, musste das alles übers Internet direkt machen, aber es hat cool geklappt und die haben sich auch gefreut und es war irgendwie cool, so die nach 10 Jahren nochmal zu sehen und die Kinder auch. Und der eine hat mich total geliebt, aber hat mich gar nicht mehr gehen lassen. Also es war ja eine schöne Zeit.